herzlich willkommen. Mein Name ist Santi Mythos und wir spielen wieder Oxygen Not Included. Ja, wir sind immer noch dabei, hier die ganzen Maschinen zu bauen. Diese ganzen Maschinen zu bauen. Ich möchte jetzt mal relativ schnell, dass das hier fertig gemacht wird. Damit sie den Raum erstmal ewig nicht betreten. Weil wenn das erstmal anders wieder komplett, also komplett alles da ist, dann brauchen sie den Raum nie wieder zu betreten, gefühlt. Ja, und dann machen wir das hier oben genauso, damit das hier fertig wird. Ich möchte den Mist wieder rauspumpen da oben. Hier so den ganzen Kram rauspumpen. Damit ich das los bin. Achso, ich sollte vielleicht noch eine Batterie aufstellen, wa? Weil der Dupe, der hierher kommt, der soll ja nicht die ganze Zeit nur auf der Stelle treten. Hier. Ebenfalls schön hohe Prio. Was heißt schön hoch? Im Vergleich zu letztem Mal ist das eigentlich angenehm, ja. So, ich bin gespannt, ob das was wird hier. Also das ist ja gleich fertig, dann kann man sich da erstmal nicht mehr drum. Das ist ja dann völlig unwichtig. So, angeschlossen ist es. Vom Wasser, jetzt wird nur noch der Strom. Wie viel Dünger hier aber auch rumliegt. Gucken wir mal. 1200 Kilo und keiner braucht den Mist. Wie gesagt, ich will einfach nur, dass das hier rausgeht. Natürlich wieder keiner ran hier drüben, wa? Ist so nervig, ehrlich. Was ein Aufstand, nur um hier ranzukommen. Warte mal, ich kann das auch so machen. Oh Mann, also hier soll rauskommen Erdgas. Geht dann hier raus, kommt hier raus. Im Endeffekt, weil hier ist ja noch genug Platz dafür. Und der Sauerstoff und alles andere bleibt dann hier drinnen. So habe ich mir das jetzt geplant. Ja, die kann ja schlecht. Was interessant, wie die trotzdem keinen Saft kriegt, ja, angeblich. Ding macht auch 800 und ich habe hier 360. Aber naja, das soll ja dran liegen, dass jede Batterie dran ist, dass der Strom einfach im Licht verpufft, so nach dem Motto. Ich denke, daran liegt es. So, wenn ich das hier habe, ausgepumpt habe, hier ist ja eine ganze Menge Sauerstoff drin, kann ich das irgendwie nochmal hier unten das nochmal rausziehen, vielleicht. Muss ich dann gucken, ob das was wird. So. Fehlt immer noch ein Teil. Hab immer noch nie ran an den. Doch, komm, sie. Was sagen, ey. Erste Rohr. Oder ja, nur am besten. Sehr gut. Jawohl. Das heißt, das ganze Prinzip läuft jetzt. Leiter brauchen wir nicht. Gucken wir mal, wie gut das läuft. Also, er pumpt jetzt hier drin. Ist ja klar. Ah, das ist halt das Doofe, dass du niemals so Raum betreten kannst, ohne dass Gase rauskommen, ja? Das ist das, was mir fehlt irgendwie in dem Spiel. So, er hier kann zerlegt werden. Der da unten kann bleiben. Der macht immer noch ein bisschen seine Arbeit. Ihr müsst schon radeln, damit das Ding funktioniert da, ne? Achso, ihr sammelt jetzt nur noch, hä? Auch mal eine coole Sache, kann sie endlich mal die Kisten voll machen, dann kann ich nämlich mal den Hedge weiter füttern. Was im Augenblick völlig unnötig ist eigentlich, um ehrlich zu sein. Jetzt, da wir den Strom fast angeschlossen haben, fast, würde sagen, ich mache hier noch eine Leiter ran. Weil das dauert ja ewig, da bis der mal einer von unten ran hier. Er muss komplett rumlaufen, runterlaufen, hier wieder hochlaufen. Nee, das dauert zu lange. Dann meint ihr lieber so. Ups. Dann passt das auch. So, Wasserstand. Hat sich nicht viel getan.
das hat bloß eine Menge Kohlendioxid. Aber, okay. Was soll's. So, wir haben genug Essen und genug Sauerstoff, um noch einen Duplikant zu unterhalten. Zart beseitet, du kannst also nicht, ja. Als die Fisk kann ich kämpfen. Magen aus Stahl, unkultiviert. Braucht weniger Dekorationen, ist eigentlich völlig ideal in dem Sinne. Wähle eine DNA-Blaupause. Oder sind sie jetzt erst? Immunität, Athletik, wir brauchen keinen Athleten, wir nehmen hier nochmal einen Koch. Mal wieder. Einen weiteren Koch. Wir haben jetzt genug Köche. Meine Granny braucht nicht, du brauchst nicht. Alle Dude. Unsere Künstler haben wir. Und die restlichen Aufgaben sind sowieso die, die man immer macht. Weil liefern und schnell laufen und so, das machen sie sowieso. Das übliche halt. So. Will ich mal gucken. Das wird neu gebaut. Das läuft erstmal. Das sieht hier auch schon da ganz gut aus. Absaugtechnisch. Das Gute ist, dass das Mannkraft ist, ne? Dementsprechend brauchst du keinen Strom irgendwo, dich darum kümmern halt. Mit ein bisschen Glück kriege ich das hier komplett weggesaugt. Das wäre nämlich ziemlich gut. Dann wäre ich jetzt hier vorne los. Das ist echt gut. Dann kann ich nämlich das hier nach unten versetzen. Dann kann ich schon. Ich kann das vielleicht, wirklich vielleicht auch daran anbauen. Mal gucken. Ich muss mal kurz gucken. Weil hier unten ist es nicht so schlimm, ne? Darf halt bloß nicht mehr werden, sag ich mal. Die sind jetzt zum Beispiel runtergefallen, weil der Sauerstoff so hoch ist hier unten. Aber mal gucken, das ist ja ganz schön dicht da drinnen. Interessant. So, dann möchte ich, dass das hier weggegraben wird, weil das sieht doof aus. Dann könnte man sich gut vorstellen, dass ich... ...hier so Wege mache. Diesen Teilen. So, dann müssen sie nicht so kreblig runter, sondern können zapp zapp so runter, also ordentlich runter. Dann nehme ich das hier vorne weg. Okay, ich wollte gerade sagen, ich ahne schon, dass sich jemand einschließen wird. Ne, jemand kommt da auch noch raus, genau. Genau, was ich noch machen will, wäre das hier vorne. Ich will hier vorne. Das wird eng. Dann mache ich das lieber andersrum. Ich nehme hier vorne die Leiter weg. Und mache dann da Blöcke drüber. Asapissimo. So. Und du hast dich eingeschlossen. Natürlich. Na logisch. Das heißt, du darfst dich jetzt hier schön durch den Boden durchfressen. Viel Spaß. Wait, abbrechen. Lass das mal. Nur durch die obersten zwei rein. Oh, warte, wo brauchst du da so langsam? Ich muss das hier vorne abreißen, geht nicht anders. Reiß das mal wieder ab und geh da raus. Das wäre nicht anders gegangen. Ja, das ist halt doof. Zeig mal. Sedimentgestein. Lass mal das erstmal offen, dass sie sich da nicht wieder einsperren können. Okay, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Ja, das bedeutet, was sie gemacht haben mit dem. Das bedeutet, ich kann das jetzt umstellen hier unten hin. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich die Rohre da verteile. Ansonsten haut das hin.
So, ich müsste rein theoretisch das Hamsterrad wegnehmen können. Ist ja jetzt einige drinne. Bedeutet, ich mache jetzt hier unten nochmal neues. Ein neues? Auf ein neues. Das gleiche Prinzip nochmal. Und zwar das Ding. Das kann ich so ja gleich hinleiten eigentlich. Sehr gut. Dann machen wir hier den Lüfterich. Ja, von mir aus so. So. Machen, mal kurz überlegen. Machen hier den Abzug dran. Ups. Alles aus Gold, wie es sich gehört. So, den Abzug. Dann machen wir hier unten ein Hamsterrad. Ich hätte gern ein Hamsterrad. Verstehst du, bei Rad und so. Ich denke mal, das wird's bringen. Im Ernst. Jetzt schlafen die da oben mitten im Eis, ey, das gibt's doch nicht. Natürlich, und jetzt habt ihr euch auch noch eingebaut da oben. Alter, ihr seid so bekloppt, wirklich. Oh Mann, wird Zeit, dass irgendwie da von oben durchbricht, Mann. Dass die da runter können. Kann ich mir theoretisch den Weg hier hinten sparen. Eieiei. Kann erstmal aus. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kann ich hier vorne Gasteils einbauen. Ja, und hier. Jetzt einfach danach. So, hier kommt Erdgas durch. So, Strom fällt ja auch noch, ja. Mit Rad an dem Mist kommt wieder keiner ran. Da muss ich mit dem Schopf schütteln. Ehrlich, Schopf schütteln. So, bauen sofort. Achso, das haben sie gerade so nicht angeschlossen. Mein Gott. Ja, und sein Gehirn hier, weißt du, das geht ja mal gar nicht hier, Mann. Macht nur Scheiße an seinem Video, Mann. Ehrlich. Allein dafür, dass ich jetzt Scheiße gesagt habe, will ich schon keine Werbung kriegen. Dankeschön. Das läuft bei mir, würde ich sagen. Aber dann würde ich sagen, ich reiß jetzt hier auch vorne jetzt mal ab. Und dann kommen wir ja zwei Block weit ran, dann graben wir uns hier durch. Ihr Vollidioten! Quatsch. Oh mein Gott, und da kommt keiner ran. Den da oben raus. Oh, das gibt's doch nicht. Wie blöd kann man sein, bitte? Oh Gott. Irgendwie hat jetzt eine Unterkühlung dadurch. Oder allgemeine Unterkühlung. Oh, das gibt's doch nicht, Mann. Wirklich, wie kann man so besenkt sein in der Birne? Also, hier unten wird das auch schon dünner, das ganze Zeug. So, ich möchte gerne was wischen hier, und zwar
ist zu viel Wasser. Aber super, ehrlich. Hier ein Block hin. Jetzt kann ich hier die Blöcke auch wieder hinpacken, ohne dass sie gleich ersticken. So, dann machen wir das gleich durch. Das ist ordentlich. So. Wenn ich jetzt schaffen würde, dass das Wasser hier rinläuft, müsste ich hier und hier einen Block ransetzen, dann platsch, aber dann müsste ich nicht jedes Mal wischen. Das Problem ist, dass ich dann hier das aber auch so halten muss mit dem, ne, dann ist alles so ein bisschen ungünstig gebaut dann. Und ich sehe gerade, hier kommt ja keiner ran, wa? So. Funktioniert halt natürlich dann dementsprechend nicht. Nee, breche das Thema ab, ich mach das anders. Wir machen mal die drei Dinger dran. So. Der war da unten gefangen, ne, der Otto. Du bist ja vielleicht ein Otto. Warte mal, das hier, der muss da wieder raus. Der steckt da so ein bisschen fest. Das wäre zumindest echt nett. Noch heute. Ja, gut, Otto kam wieder zum Klo und so weiter. Ich hab die Batterie vergessen. Ups. Wundere mich schon, warum das hier nie funktioniert, richtig. Ja, ich weiß, ich hab wieder aus Gold gebaut, aber das ist mir völlig Wayne jetzt, Mann. Wenn du immer automatisch auf Gold stehen musst, dann bitte. Das ist echt ultra nervig. Warum fängt ihr nicht vorne in der Liste an? Sind das immer ein bisschen doof. So, das heißt, ich habe das auch bald weggelutscht. Du, beweg dich da raus. Aber sofort. Ich hab das schon wieder gesehen, dass er dann eingebaut wird, hier unten drinne steht, oder mit dem Kopf in der Wand hängt. Ja? Die sind so doof, die Teile. Das ist ja der traurige an der ganzen Geschichte. Die sind leider so doof. Und die blöde Batterie, los. Zack, das ist erledigt. Das heißt, ihr kann jetzt den letzten Kram raussaugen. Müsst jetzt hier oben mal wischen. So. Nehmen wir mal an, das ist erledigt. Dann wischen wir hier. So, und dann wischen wir hier, was wahrscheinlich wieder zu viel Flüssigkeit ist. Ist es nicht? Wow. Begeisterung. Begeisterung. Ausruf einer Begeisterung. Guck mal, wie schön sauber das jetzt hier ist. Noch. Kann sich ja dementsprechend noch ändern. Gesundheit. Ich würde sagen, ich brauche wieder Essen in meinem Kanister hier hinten. Damit sich jemand auf die das Krankenbett legen kann, wa? Dann lagern wir die Box mal um. Und halt, eigentlich möchte ich gerne, dass das Nummer 5 ist und das hier Nummer 6. Genau. Erstmal so lange, bis der wieder gesund ist. Und dann mache ich die wieder zu 5 und dann wird wieder zurückgelagert. Warum ist das ja nicht gekühlte Zeug? Das ist ein bisschen doof, aber das geht schon. Denke ich. Da kann derjenige nämlich sich hier hinlegen. Dann mache ich nämlich auch, dass Ada nichts tut. Ada. Wer ist Ada? Ada, du bist neu. Ada darf sich langweilen gehen. Ada muss noch suchen, durch das jetzt unten im kalten Gebiet irgendwo steht. Ah, die ist hier in der Base. Irgendwo. Irgendwie. Ach, hier. Da bist du. Was
Was machst du? Das war sehr verwirrend. So, musst du nicht aufs Krankenbett? Bist du auf dem Krankenbett zugewiesen oder bist du schon gesund? Ist doch nicht. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann kommen wir da zurück. So. Auf geht die Post. Gut, dann würde ich sagen, das war doch schon wieder für diese Folge, ne? Wir haben ein bisschen was geschafft. Dann lasst doch ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr neu seid. Und ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet. Ob das gut ist oder schlecht ist, weil ihr vielleicht an der Base ändern könnt und so weiter. Und dann würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.